Und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Daily Crossing. Wir haben April, den 1. April um genau zu sein. Das bringt ein paar Sachen mit sich, die wollen wir uns heute anschauen. Als erstes gucken wir uns mal das neue Räumchen an. Ich hatte ja einen Kredit abgezahlt. Und das Ganze hat uns hier einen neuen Raum eingebracht. Ja, müssen wir jetzt irgendwas Tolles mitmachen? Ich überlege, ich würde ganz gerne so einen Küchen- und Essbereich auf jeden Fall getrennt haben. Genau, weil damit könnten wir quasi hier die rechte Hälfte super schon mal ein bisschen freiräumen für andere Dinge, die ein bisschen mehr in diesen Wohn- und Hobbyraum hier reinpassen. Aber das machen wir mal wann anders, denn wir haben heute noch ein bisschen was auf dem Programm. Ihr seht schon, ich habe Glückseier gefunden. Ich war schon mal ein bisschen unterwegs. Ich habe jetzt heute noch nicht viel gemacht. Aber mir ist halt aufgefallen, dass ich hier diese Eier gefunden habe. Was ich allerdings gemacht habe, ist gestern Abend oder beziehungsweise eher gestern Nacht war ich ein bisschen fischen und ein bisschen hier noch unterwegs. Und dann ist mir aufgefallen, dass es auf jeden Fall jetzt auch entsprechend der neuen Jahreszeit, die quasi für Animal Crossing angebrochen ist, doch einige Veränderungen, vor allem auch in der Tierwelt, gibt. Das Ganze können wir jetzt mal hier sehen. Und zwar hier ein paar neue Schmetterlinge. Okay, das war jetzt zum Teil bekannte, aber zum Teil auch neue. Grashüpfer, Libellen und ganz viele andere Fische. Der Rotfeuerfisch zum Beispiel, der Falterfisch. Der Doktorfisch, ein Seepferdchen und Flusskrebse. Das ist alles Kram, den ich gestern Abend noch aus dem Meer gefischt habe. Da war ich doch sehr erstaunt, wie viel Variation da jetzt auf einmal drin war. Hab mich gefragt, ob ich bis jetzt immer falsch geangelt habe. Dann habe ich rausgefunden, dass hier quasi schon April angebrochen ist. Und dass jetzt dann halt auch entsprechend andere Fische gibt. Wir haben hier neue Briefe. Sehr geehrter Herr Schilberg, vielen Dank, dass Sie das Noob-Portal und das Meilenprogramm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Achso, das ist unser Regenschirm, glaube ich, ne? Müsste sein. Dann die Akademie. Wir haben einen neuen Raum dazu bekommen. Die Bank. Was schreibt sie uns denn? Zinsen im Wert von 9 Sternis. Und Ursula schreibt mir was. Noch ein Zimmer, klasse Aktion. Hat auch noch ein kleines Geschenk für uns. Pool wäre auch cool. Mal schauen, was sie uns geschenkt hat. Pool müssen wir auf jeden Fall. Wobei, wir haben schon unseren Schwimmteich quasi. Den Regenschirm haben wir. Einen Kühlschrank. Der ist gut für unsere Küche. Und ein Gewürzständer. Auch perfekt für die Küche geeignet. Ausrüsten. Das ist quasi wie ein Werkzeug, was wir haben können. Tatsache. Okay. Brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Die neuen Möbel, die wir gerade bekommen haben, die gehen wir uns einfach mal kurz in dem neuen Raum anschauen. So, ein Kühlschrank. Den kann man vermutlich auch umgestalten, würde ich mal schätzen. Und einen Gewürzständer. Ja, das können wir auf jeden Fall in unsere neue Küche reinräumen. Was fehlte uns nochmal? Das sind zwei Anleitungen, die ich noch gefunden hatte. Da können wir uns auch ein bisschen Osterdeko machen. So, ich würde für die Küche auf jeden Fall ganz gerne wo ist es hin? Hier. Eisenholz. Kommode brauchen wir oder ein Schneidebrett. Achso, stimmt, das Schneidebrett war, glaube ich, das, was uns zurückgehalten hatte. Weil ich noch nicht weiß, wie ich ein Schneidebrett machen kann. Ah, da müssen wir nochmal irgendwann nachforschen, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal draußen um. Es hat sich ja ein bisschen was geändert jetzt zum April hin. Eigentlich war ja der Plan, dass ich heute keinen Animal Crossing mache. Allerdings dachte ich jetzt, weil so viel passiert ist, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Passieren immer unerwartete Dinge hier auf jeden Fall. Unsere Bäume hier, die wachsen schön vor sich hin. Ich habe heute noch kein Loch ausgebuddelt, weil da, wie ich vermute, sehr viele Eier auch sein werden neben Fossilien. Apropos Fossilien. Warte, wenn wir eh zum Museum müssen wegen den Käfern, dann nehme ich nochmal meine Fossilien mit. Man merkt, es ist schon wieder alles top organisiert, was hier passiert. So. Wo waren die Fossilien? Bei dem hier. Es dürfte sogar genau passen. Sind auch noch Glücksei. Ein Wasserglücksei, das habe ich, glaube ich, geangelt. Und ein Erdglücksei, das habe ich ausgebuddelt, genau. Also es gibt verschiedene Glückseier. Ich habe eins geangelt. Ich habe eins ausgebuddelt. Ich habe gegen einen Stein geklopft, da kam was raus. Und ich habe einen Ballon runtergeschossen, da war auch eins drin. Also wir haben hier noch Felsglückseier. Das sind die vier Arten, die ich bis jetzt gefunden hatte. Ich frage mich halt, ob die auch aus den Bäumen fallen, wenn man da mit der Axt gegensteckt oder so. Das müssen wir alles noch rausfinden. Das Museum war hier oben, ja. Diese Blütenblätter hier kann man fangen, aber keine Ahnung, was man damit macht. Okay, da fliegt gerade draußen im Flugzeug. Ich dachte gerade, das klingt aber merkwürdig in-game. Draußen ist es aber aktuell viel, viel heller als in-game. Die Zeitumstellung sorgt auf jeden Fall dafür, dass es draußen deutlich heller ist. Wir analysieren hier erstmal die Fossilien. Ruhig die hier unten alle mal. Mach mal. So, dann stiften wir noch. Okay, wir haben hier die neuen Falter. Und die neuen Fische, die Bellen. Okay, die brauche ich hier nicht. Seepferdchen habe ich auch schon markiert. Den hier noch. Und oh, auch viele Fossilien. Damit dürfte jetzt alles markiert sein, was wir spenden können. Ja, das sind einige Stücke. Da hat auf jeden Fall die neue Jahreszeit reingehauen. Haben wir auch mehrere desselben Exemplare markiert? Ich weiß nicht. Mal gucken nochmal. Wir gehen nochmal ganz kurz sicher. Okay, wir haben nichts bei, was wir stiften könnten. Perfekt. Okay, ja, dann schauen wir uns auch nochmal kurz um. Ist ja selten, dass wir tatsächlich so viel auf einmal noch gespendet haben, die letzten Tage gestiftet haben. Hier müsste jetzt irgendwo so ein Falter auf dem Baum sitzen. Das war nämlich der erste Käfer, der irgendwo auf dem Baum saß, den ich gefunden hatte. Diesen einen Schmetterling. Oh, hier fliegt auch einer rum, aber den kennen wir schon. Das ist dieser. Wer sitzt denn da unten? Unter der Bank. Hallo. Ah, er sitzt hier an dem Baum dran. Den hier. Der ist auf jeden Fall neu. Hier ist die Libelle. Die ist auch neu. Was hatten wir noch gefangen? Ach, der da ist, glaube ich, auch neu, der da am Baum sitzt. Wir hatten noch einen Grashüpfer auf jeden Fall, ne? Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo rumhüpft oder ob der Einsiedlerkrebs. Hier ein Grashüpfer, ja, da ist er. Weil er hüpft sogar. Er hat aber einen sehr eingeschränkten Bewegungsablauf. Ich springe den nur so im Dreieck immer oder macht er doch was anderes? Ich glaube, er springt einfach immer im Dreieck. Okay.
Ja, dieser Hundertfüßler, maximal eklig. Oh, guck mal, da sitzt der Marienkäfer. Hier sitzt die Schnecke. Das ist auch einer von den neuen Faltern, da oben an der Pflanze dran. Okay, ja, die ruhen jetzt hier schon alle, weil wir schon so spät haben. Der hier ist auch neu, die hier, die beiden. Und hier schwimmt der Koi-Karpfen rum. Okay, dann gehen wir mal zu den Fischen rüber. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles gesehen. Hallo. Wir müssen auch irgendwann nochmal wirklich so ein Meilenticket nutzen und auf so einer Insel einfach mal unser Inventar voll angeln. Theoretisch würde sich dafür heute sogar anbieten, weil wir aktuell jemanden auf der Insel haben, der für viel Geld Fische ankauft. Da schwimmt ein Koi-Karpfen. Da ist auch der Krebs. Ist es ein Flusskrebs? Ein Flusskrebs, okay. Wusste ich gar nicht mehr, wo ich den gefangen habe. So, hier sind die Fische. Das sind ja auch alles Flussfische eher. Hier ist noch nichts drin. Hier wird, denke ich mal, auf jeden Fall Platz für unsere Haie sein. So ein riesiges Becken. So, hier hat sich noch nichts geändert. Immer noch dieselben. Hier auch. Vielleicht ja diesmal oben in diesem großen Becken, oder die schwimmen auch in dem Becken rum, wo man durchgehen kann. Das müssen wir jetzt mal angucken. Also hier müssten jetzt eigentlich ein paar neue sein, vor allem auch das Seepferdchen und so. Genau hier in dem Raum. Hier sind nur die Seeengel unterwegs. Ah, hier oben. Geil. Ich hatte mir tatsächlich sowas schon gedacht, dass dieses Becken mit und mit auch von innen ausgestattet wird. Also hier sind Doktorfische und Falterfische. Sehr cool. Wenn wir dann noch mehr von denen finden, dann wird dieses Meerbecken auch nach hier hin immer wieder erweitert. Aber Seepferdchen oder so muss dann ja wahrscheinlich hier drin sein. Ach, hier unten. Hallo. Die Pferdchen. Haben wir noch irgendwas neu? Ja, den hier. Den Rotfeuerfisch. Ja, mit dem werde ich mich nicht unbedingt anlegen wollen. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle gefunden. Die Fossilien schauen wir uns wann anders an. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir vielleicht noch ein paar jetzt ausgraben werden, wenn wir über die Insel rennen und die Eier suchen. Ich weiß eh noch so gar nicht, was ich mit diesen Eiern mache oder so. Ich glaube, da wurde was gesagt heute Morgen. Ich habe mal ein Video dazu gesehen. Aber das ist hier rein da raus gewesen, glaube ich. Tja, irgendwie wird hier nichts Neues am schwarzen Brett. Dann schauen wir mal. Also ich weiß, dass man hier auf jeden Fall Eier rausbekommen kann aus dem Felsen. Oh, das hier ist ein Geldfels. Okay, das ist auch wichtig. So, da sagen wir auch nicht nein. Ich muss mich jetzt mal orientieren. Ich habe einen Felsen schon angehauen gehabt. Ich glaube, das war der hier, dann gemerkt, okay, da kommen ja Eier raus. Und dann war ich verwirrt und dann habe ich aufgehört, die anzuhauen. Und mir gedacht, das können wir auch in der Folge machen, wenn wir auf der großen Ostereiersuche sind. Weil, so wie ich das jetzt sehe, eventuell hatte ich heute Morgen sogar schon sehr viel... Ach, hier ist eins, ein Pilzglücksei. Also wenn irgendwer weiß, was man damit anfängt, ich bin da auf jeden Fall für jedwede Hinweise dankbar. So, das müssten die drei Steine gewesen sein. Mittlerweile habe ich auch die Position der Felsen ganz gut im Kopf. Das war Käse. Das war auch Käse.
mal gespannt, wie lange unsere Schaufel noch mitmacht. Okay, wieder ein Felsglücksei. Also die wird man jetzt, glaube ich, bis Ostern finden können, würde ich mal vermuten. Nein, nicht daran schütteln. Wir wollten den Ballon runterschießen. Nein. Wir müssen näher ran. Ha! Ein Luftglücksei. Okay. Ich gucke mich jetzt erstmal hier auf dieser Hauptinsel fertig um, ob mir Sachen auffallen. Ich habe mich halt schon gefragt, ob die vielleicht auch von den Bäumen fallen könnten, wenn ich daran schüttle. Aber das sind halt alles Sachen, die weiß ich noch nicht. Okay, tatsächlich, wenn ich Bäume schlage, also wenn ich sie wegaxte, ihr wisst, was ich damit sagen will. Wenn ich hier Holz hacke, so rum. Okay. War da gerade schon wieder irgendwas über uns? Tatsache. Aber diesmal ein normaler Ballon. Also irgendwie fliegen auch in diesem Animal Crossing-Teil gefühlt viel mehr Ballons rum als noch damals. Okay, das heißt, die Bäume werde ich am besten systematisch hacken. Felsen haben wir ja hier jetzt auf dieser Insel zumindest schon geschaut. Man kann natürlich auch Glückseier aus dem Wasser angeln. Oh, die wachsen da an den Bäumen. Ach, an diesen rosanen Bäumen wachsen die. Das sind, glaube ich, ursprünglich Laubbäume gewesen, oder? Lol. Läuft da der Osterhase rum? Moment. Hallo? Us? Du hast mich gefunden? Da sage ich doch glatt Hallöchen. Ich bin keine Seifenblase. Nein, oh nein, ich bin's, Osterhase. Osterhase. Uff, ist das belastend. Stimmung, ja, Frifa, Freude ist groß. Du darfst gerne mitjubeln, nur Mut. Und damit du weißt, warum du mich freuen musst, erkläre ich dir gerne, warum ich hier bin. Danke. Übrigens, ich weiß, was du denkst, aber die Antwort ist nein. Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Papalapap, zurück zum Thema. Bald ist Häschentag und alle so, yippie, ich dreh durch, Spaß im Freien. Spaß im Freien, das ist ja perfekt auf die aktuelle Zeit bezogen. So, weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Häschentag. Bereit? Am Häschentag gibt es keine Schokolade, keine Bonbons und keinen Kuchen. Am Häschentag gibt es Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. War das soweit verständlich? Das mit dem Kuchen ist verwirrend, aber es muss sich halt reimen. Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Auf der Insel sind 6 Sorten Glückseier versteckt. Die musst du sammeln. So viele wie möglich und dann bringst du sie zu mir. In Gebäuden drinnen brauchst du nicht zu suchen. Bäume, Felsen, Gewässer, Erde, Himmel. Lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zuletzt zu diesem Bombentipp hier ein Bitteschön. Eine Bastelanleitung für ein Häschentagbett. Grundmaterial dafür sind natürlich Glückseier. Und nun noch eine Hammer-Ankündigung. Hoffentlich verspreche ich nicht zu viel. Ich habe überall auf der Insel weitere Bastelanleitungen für den Häschentag-Krempel versteckt. Je näher der Häschentag rückt, desto mehr Anleitungen gibt es zu finden. Wenn du alle Anleitungen findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also such wie der Fluch und bastel mit Hastel. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Einen wunderschönen Häschentag wünsche ich dir. Lol, okay. Ja, spring du da mal weiter rum. Wir verarbeiten das jetzt hier mal. Also wir müssen die Glückseier finden, die Anleitung, jede Anleitung basteln und ihm die restlichen Eier bringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kriegen wir wohl den maximalen, was auch immer, für einen Gewinn aus diesem Häschentag raus.
So, ein Messerblock. Okay, haben wir schon. Es gibt 6 Arten. Es gibt Laubglückseier, Holzglückseier, Felsglückseier, Wasserglückseier, Luftglückseier und Erdglückseier, die wir ausbuddeln. Hier darf kein Unkraut wachsen. Okay. Ja doch, das merke ich mir. Und die Stelle, da buddeln wir gleich auch noch aus, aber ich würde schon gerne chronologisch vorgehen, ansonsten gibt das hier gar nichts mehr. Also das bedeutet auf jeden Fall, dass die nächsten Tage daraus bestehen werden, Glückseier zu sammeln und Anleitungen zu sammeln. Die Anleitung, die ich schon gefunden hatte, die haben wir uns ja eben schon angeschaut. Zusammen mit der Bettanleitung, die wir jetzt bekommen haben, sind es ja schon 3. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Irgendwie kann ich da nicht widerstehen zu klicken, ich weiß auch nicht. Häschentagbett. Mhm. Okay. Genau. Also den Teil hier dürfen wir jetzt komplett abgesucht haben. Hier war jetzt erstmal, also so von diesen offensichtlichen Dingen nichts mehr zu holen. Die Bäume, die werde ich jetzt nicht alle in der Folge abhacken. Da werde ich mich dann typisch heute Nacht nochmal dran geben. Willkommen, willkommen. Was kann ich heute für dich tun? Da verkaufen wir doch glatt mal irgendwas. Wir haben schon wieder 150k. Das ist auf jeden Fall nice. So, Messerblock haben wir schon. Und die Käfer kann ich noch verkaufen. Die Fische, die haben einen besonderen Verwendungszweck am heutigen Tag. Das müsste so passen. Rechne du mal. Okay. 15.000 ist auf jeden Fall ein schöner Betrag an der Stelle. Vor allem, dass wir so einen einfach runden Betrag dafür bekommen. Also die Laubglückseier, die kannst du dann wahrscheinlich nicht rausschütteln, sondern die wachsen einfach an diesen rosanen Bäumen dran. So, das hier sind unsere orangen Bäume. Schaufel wollte ich holen, genau. Ein Fossil. Mhm. Genau, also diese Ausgrabungsstellen, die sind jetzt halt auch verhäuft, weil halt jetzt Fossilien und Eier hier vergraben sind. Da haben wir ein Erdglücksei. Jetzt müssten wir auch alle 6 Arten im Inventar haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, sieht gut aus. Ich gucke hier den Grünstreifen nochmal kurz ab. Ah, Luftglücksei, ja, Luftglücksei. Nein, Sniper. Wo ist es? Los, hoch da, hoch da. Ha. Ein Geschenk. Moment. Eine Häschentag-Girlande. Mhm. Schon wieder eine Anleitung. Okay, das ist dann die 4. Anleitung, die wir Häschentag-spezifisch gefunden haben. Ich glaube, ich sollte mir lieber angewöhnen, das Ostern zu nennen, statt Häschentag. Das klingt irgendwie doch besser. Wo ist der Fisch hin? Oder nicht gerade noch ein Fisch? Naja. Eigentlich wollte ich ihn angeln. Hm. Egal. Wir gucken mal, was wir hier für einen Gast haben. Der dürfte nämlich heute auch schon wieder anders sein. Vielleicht diesmal ja ein bisschen sympathischer auch als gestern. Das ist noch immer derselbe Gast. Hm. Da verschwinden wir lieber schnell. Ja, frag dich ruhig. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich ziehe das jetzt so lange durch, bis der von selbst abhaut. Ah, hier sind wieder 2 Stellen zum Ausbuddeln. Also da oben diese Stelle zum Ausbuddeln, die hatte ich natürlich auch gesehen. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier so die Chronologie einfach
Bambussprossen, okay. Also die werden auch natürlich neben diesen Bambuspflanzen gedroppt. Das ist natürlich eine sehr gute Sache. Wir hatten ja gestern noch 2 Sprossen an einen Zuschauer abgegeben. Aber dann können wir hier einfach neu pflanzen. Und die gute Nachricht für den Zuschauer ist dann an der Stelle, dass bei ihm ja auch selber oder bei ihr auch selber dann die Sprossen kommen werden. Das ist sehr cool. So. Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Habe ich jetzt den Fisch wieder verjagt? Nee. Ich muss mir angewöhnen, zumindest heute auf jeden Fall alles an Fischen zu angeln, was mir so in die Finger kommt. Denn ihr seht da oben schon jemanden mit einer Angel rumlaufen. Der gibt uns sehr gutes Geld für Fische. Okay, aber wir angeln keine Fische mehr, sondern nur noch Eier. So, hier ist noch so eine Bambussprosse. Mal gucken, ob es überhaupt Sinn macht, wirklich letzten Endes so viel Bambus anzupflanzen. Weil ich gar nicht weiß, wie viele Rezepte es letzten Endes damit gibt. Hallöchen. Jo, was geht, du Kugelfisch? Der hatte mir schon eine Aufgabe gestellt. Die habe ich tatsächlich schon bearbeitet. 3 große Fische hintereinander zu fangen. Und seitdem kauft er uns Fische ab. Oh, ich habe eine wilde Auswahl hier. 10.000 dafür. Meine, da sage ich nicht nein, ne? Wenn man hier eine Möglichkeit hat, wirklich so gut Geld zu verdienen. Ich überlege schon, es gibt ja den, der Fische abkauft, den, der Insekten abkauft. Ob es sich nicht vielleicht auch lohnt, einfach zu warten quasi, bis man diese Sachen verkauft, wenn man jetzt das Geld nicht dringend braucht. Bis halt einer von denen im Dorf ist, dass man den da verkaufen kann. Ich weiß halt jetzt auch nicht, in welchem Rhythmus die auftauchen. Ein Hase, ja gut. Hier sieht man das neue Haus, da haben wir gestern uns als Umzugsberater, als Makler haben wir uns da arrangiert. Ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. Hallo. Lol, die ruft uns. Na? Heute muss dein Glückstag sein. Ich habe eine Anleitung für die Hechtsinn-Tag-Krone. Okay, also von so Bewohnern können wir auch Anleitungen bekommen. Kannst du bitte aufhören, mich so anzugucken? Ich will hier ein Foto mit dir machen. Wir müssen noch das Outfit wechseln. Moment, den Outfit-Stab habe ich nicht ausgerüstet auf eine Taste. Ausrüsten. Das hier ist doch viel osterhafter. Das sieht viel mehr nach Eiersuche aus. Wir haben auch so einen perfekten Korb an. So, machen wir ein Fotohäschen. Häschen ist irgendwie nicht so begeistert. Ah. Nein, nein, war schon okay. Ich wollte das Foto gerne machen. Die Fotos kann man nämlich immer ganz gut als Thumbnails verwenden. So, hier war noch eine Stelle, wo wir auf jeden Fall graben konnten. Ein Fossil, das ist auch nice. Es gibt immer schön Cash. Also mein Ziel wird es auf jeden Fall sein, alle diese Osterdinger zu finden. Alle Rezepte. Ich sag mal, alle Eier zu finden wird wahrscheinlich erst am Ende nicht ganz möglich sein.
Außer man investiert wirklich jeden Tag richtig viel Zeit darin, alles abzuklopfen. Ja, das sind hier noch in dem Fluss, das sind noch dieselben wie sonst auch die Fische. Okay, hier die Kokosnüsse, die kann man gut verkaufen, das gibt Cash. Diese kleineren Meeresfische, das waren so, die ich letztes Mal geangelt hatte, die neuer waren. Ein Seepferdchen zum Beispiel. Sea Pony. Ich höre doch schon wieder ein Paket. Da fliegt wieder irgendwas. Okay. Also die Bäume, die ich hier oben gepflanzt habe, das sind alles normale Laubbäume. Das hat jetzt den Effekt, dass das alles Bäume sind, wo potenziell Eier dran spawnen können. Ne? Das müssen wir uns auch auf jeden Fall merken. Nein, das war die falsche Taste. Irgendwie bin ich immer versucht, auf Minus dieses Inventarrad hier aufzurufen. Ich weiß auch nicht, warum. Das sind noch immer so mehr die Standardfische, die wir hier aktuell erwischen. Schon wieder eins. Ui, das ist aber jetzt fast schon nervig, so oft wie das vorkommt. Nein! Wo ist das Paket? Oh, wo ist das Paket? Haben wir das eingesammelt? Vermute mal. Aber die Käfer, die ich jetzt hier in den Blumen sehe, das sind noch dieselben, ne? Ich glaube schon. Ein Glücksei. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mir das hier oben anschauen, die neue Situation. Okay, hier hatte ich auch irgendwo... Ah, hier sind sogar... Hier sind sogar Glückseier an einem Baum dran. Okay, das hier oben ist ja meine schöne Baumfarm. Die können wir von mir aus mal kurz abklopfen. Das ist ja relativ schnell gemacht. Können wir auch gucken, wie viele Glückseier hier noch rumfliegen. Ich weiß gerade natürlich nicht, was da alles so landet. Das werden wir jetzt gleich erst sehen. Wie viele Glückseier da letzten Endes bei waren. Okay, meine Axt verabschiedet sich. Steine habe ich dabei. Ich habe eigentlich alles dabei, um so eine Axt wieder zu craften, eine Steinaxt. Dann machen wir das doch mal schnell. Also das ist so eine Komponente, ich verstehe, warum sie im Spiel ist. Aber so langsam ist es schon ein bisschen nervig, diese ganzen Werkzeuge immer neu herzustellen. Vor allem, weil die auch relativ schnell kaputt gehen. Nicht mal ein Inventar geangelt oder so, dann ist die Angel schon wieder weg. Wobei, es gibt ja auch noch andere Klassen von... Weil ich gerade bei Angel war. Es gibt ja noch andere Klassen von Werkzeugen. Da kann man, glaube ich, auch nochmal später was Besseres finden. Ich habe auf jeden Fall schon Goldwerkzeug gesehen. Wobei ich mir eigentlich, also... Gold ist natürlich wertvoller als Eisen, aber so Werkzeug aus Gold würde eigentlich ja nicht so lange halten wie Werkzeug aus Eisen. Weil Gold ja das wesentlich weichere Material ist. Aber wie das hier gelöst ist, keine Ahnung. Achso, der Baum ist noch zu klein. Nein, hör auf, du sollst dich wenden. Okay. Aber mein Daumen schneller als mein rechter Daumen schneller als mein linker Daumen. Oh, scheiße. Ah! Ah!
Das war sick. Ja. Dieser Hase, was der da immer so... Nein, falsche Axt. Dass der da immer so komisch rumhüpfen muss. Das macht einen voll kirre. Okay, hier liegen auf jeden Fall einige Eier doch rum. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich mir aus Eiern ein gemütliches Bett craften soll, aber irgendwas wird da schon hinterstecken. Von den Eiern müsste ich jetzt schon ein paar haben. 11 Stück, ja. Da oben rechts sind die Häschentag-Hocker. Mhm. So, dann habe ich hier noch eine Anleitung. Die Häschentag-Krone. Okay. Dann können wir auf jeden Fall... Sorry, wieder weitergehen. Also ich merke schon, eigentlich hatte ich gedacht, wir könnten ja heute ein bisschen die Eier suchen und angeln gehen. Aber von dem Angeln gehen auf der Extrainsel habe ich mich jetzt schon verabschiedet von der Idee, weil wir jetzt schon wieder bei knapp 40 Minuten sind. Moment, Moment, Moment. War hier hinten nicht ein Felsen? Oder habe ich den mal aus Versehen kaputt geschlagen gehabt? Ne, hier ist so einer. Okay, den müssen wir auf jeden Fall anschauen. Bin echt gespannt, wie lange unsere Schaufel noch durchhält. Na, seht ihr? Da sind jetzt wieder ein paar von den Eiern. Ah, jetzt nochmal ein paar mehr. Da hatten wir ja in dem letzten Felsen immer nur ein, zwei gefunden. Hier sind jetzt sogar 5 Stück drin. Das ist ein großer Fisch für einen Fluss. Schauen wir uns das mal an. Oder ist es ein Ei? Ist es ein Reifen? Okay, es ist ein großer Reifen für einen Fluss. So, Sprungstab. Dann schauen wir mal hier unten. Ist die Blume dann neu entstanden? Oh, hier unten haben wir noch eine Stelle zum Graben übersehen. Das geht so natürlich nicht. Da müssen wir noch mal ran. Ich glaube, die Schaufel könnte auf jeden Fall die nächste Ressource sein, die bei uns kaputt geht. Ach so, das ist noch eine Knospe. Ja, voll logisch. Eine Sprosse, so rum. Die hebe ich einfach mal auf, falls wir nochmal irgendwann einen Besuch haben, der noch keinen Bambus hat. Dann können wir einfach die Sprosse weitergeben. Gestern haben wir ja die ganzen Pflanzen ausbuddeln lassen. Diese Blüten, da kann man bestimmt auch irgendwie ein paar Rezepte mitmachen oder so. Vielleicht sollte ich davon auch mal ein paar mehr kechern und dann kriegt er Ideen für Rezepte oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Nochmal ein Fossil, das nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Guck mal hier links rum. Hier habe ich jetzt nichts gesehen. Ganz oben drauf habe ich jetzt aber auch nichts gesehen. Nee. Okay, dann... Gehen wir mal hier oben rum weiter. Noch ein Erdglücksei.
frag mich halt, ob man auf diesen Inseln jetzt auch solche Glückseier finden kann. Eigentlich glaube ich, fände ich es cooler, wenn es nicht so ist, weil man dann auf jeden Fall da noch in Ruhe angeln könnte und so, ohne dass, dass jeder zweite Fisch ein Glücksei ist. Ein Barsch. So, wir haben gar keinen Platz mehr. Was haben wir denn hier so rumfliegen im Inventar? Und was passiert, wenn ich die Wespe freilasse? legen wir einfach die Muschel wieder ab. Okay, dann sollten wir unsere Suche jetzt noch ein bisschen wirklich auf die Eier begrenzen gerade. Mal schauen, ob wir hier überhaupt noch eine Stelle finden, wo es sich lohnt zu buddeln. Soweit nicht. Dann haben wir jetzt, glaube ich, bis auf die Bäume die obvious Spots erstmal abgesucht. Also wir haben alle Felsen angehauen, wir haben alle Löcher gebuddelt. Man kann jetzt natürlich noch angeln, weiter den Himmel im Auge behalten. Na, das fangen wir nicht, das macht keinen Sinn. Und auf jeden Fall die Bäume anhacken. Das ist etwas, was ich auch machen werde. Aber mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas Interessanteres finden gerade. So, Hallöchen. Nein, ich möchte mit dir reden. Ja, so, okay. Wir lassen mal unsere Fossilien analysieren. Etwas stiften. Zwei davon sind stiftbar. Okay, und weil wir jetzt doch ganz schön viele Fossilien gespendet haben mittlerweile heute, gucken wir uns auch nochmal kurz die Ausstellung an. So, hierbei fehlt uns, glaube ich, nur noch der Kopf. Hier fehlt jetzt noch so ein Zwischenstück bei dem. Haben wir hier, oh, da haben wir einen T-Rex-Schädel mittlerweile. Oh, da haben wir hier zwei Stück jetzt, sind jetzt hier schon vollzählig. Der hier müsste auch schon vollständig sein. Okay, da haben wir noch einen Dino-Fußabdruck. Und der T-Rex, da fehlen aber noch Teile. Okay. Ja, es füllt sich auf jeden Fall. Es füllt sich. Den zweiten Raum schauen wir uns dann mal anders nochmal an. Aber so mittlerweile. Ich glaube, die Fossilien, die da steuern wir aktuell drauf zu, als würden wir die am ehesten voll kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob da gewisse Teile besonders selten sind. Ich weiß halt auch nicht, ob Fossilien nur zu einer gewissen Jahreszeit auffindbar sind. Würde ja eigentlich eher weniger Sinn machen, ne? So, Hallöchen. Ich habe hier auch noch ein klein bisschen was zu verkaufen. Nicht so viel gerade. Ich möchte etwas verkaufen, bitte. Fische nicht. Ja, das klingt nach einem Plan. 4500 Sternis immerhin noch. Diese Wrestling-Figur, das ist sehr strange. Also die Sachen, die es in dem Laden gibt, die kaufe ich mir tatsächlich jeden Tag. Also, ich glaube, früher war es ja auch so, dass der Laden Fortschritt gemacht hat, je nachdem, wie viel du einkaufst bei ihm.
Und ich kaufe mir halt immer jedes Item, auch einfach, um halt jedes Item mal zu haben. Okay, hier stehst du natürlich etwas falsch. Na, drehen will ich dich auch nicht. Ach, da ziehen. Genau. So, dann lagern wir noch mal ein paar Sachen ein. Das Holz, das wir geholt haben. Ach, hier ist noch eine Flaschenpost. Da ist noch ein Rezept drin. Krafttraining. Ein Blatt. Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man ein Blatt herstellt. Moment. Nein. Oh, warte, hier müssen wir mal kurz die Plus abholen. Was muss ich? Top-Ankauf des Tages müssen wir noch machen. Daran müssen wir denken. Das ist wichtig. Das gibt schön viele Meilen. Ich schaue jetzt hier nochmal kurz. Ein Blatt mit 5 Unkraut. Was bringt mir das dann? Keine Ahnung. Hier sind unsere Häschentag. Sachen. Häschentag Hocker. Häschentag Bett. Das ist ein Bett. Mhm. Girlande, Krone. Hatten wir nicht noch mehr? Doch, wir hatten noch mehr. Das sind jetzt nur die neuen gerade. Hier die beiden. Ah, die sind halt relativ streut, diese Häschentag-Sachen, ne? Ausrüstung, sonstiges. Das kann man tragen. Saisonale Bastelobjekte, okay. Ah, hier sieht man dann zumindest mit ein paar weiteren diese Häschensachen. Okay, ja doch, dann ist okay, dann findet man die ja doch relativ gut. Dann lagern wir mal weiter ein. Nein, das lagere ich nicht ein. Hier können wir einlagern. Also Laubglückseier können wir für heute auf jeden Fall einlagern. Holzglückseier werde ich noch weiter suchen. Felsglückseier haben wir komplett gesucht. Wasserglückseier wird auch noch was passieren. Luft vielleicht auch. Erdglückseier können wir auch verstauen. Die Baumwollsprosse packen wir mal ins Lager. Hieraus können wir uns Medizin basteln. Den Schirm brauchen wir heute auch nicht. Die Fischsachen verkaufen wir eh. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal Köder und gehen nochmal ein Ründchen fischen, ne? Es gibt einen Fisch, der ist relativ selten, den fängt man nur im Regen. Das habe ich allerdings die letzten Tage leider nicht geschafft. Ansonsten, diese ganz großen Fische, das sind eher Sommerfische. Also, es gibt 4 Haisorten, die fängt man allerdings alle im Sommer. Da frage ich mich tatsächlich so ein bisschen, warum verteilt man das nicht einfach übers Jahr, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so realistisch ist mit natürlichen Auftauchzeiten, keine Ahnung. Und dann wird es auch vielleicht für die Leute mehr Sinn machen, oder? Dass man immer ein bisschen nach diesen großen Fischen jagen kann. Himmelswanderer, ich weiß nicht so ganz, was du mir gerade sagen möchtest damit. Und noch ein Glücksei geangelt. So, ich hoffe, meine Köder locken nicht auch die Glückseier an. Ich fange jetzt so lange diese Blätter hier, bis ich dann eine Anleitung für bekomme. Eine Kirschblüte. Wir könnten langsam überlegen, ob wir uns noch eine Brücke bauen, tatsächlich. Müssen wir mal gucken. Ach, hier ist auch schon wieder irgendwas in der Luft. Das ist schon wieder typisch. Den Fisch buchen. Gibt es einen Fisch, der so heißt? Wo wäre der denn? Das hier sind alles...
Ich glaube nicht, Himmelswanderer. Warte, jetzt fliegt unser Paket weg. Wo ist es? Hier. Nein. Okay, nur wieder ein Glücksei. Angel ausrüsten. Und dann hauen wir hier einfach mal einen Köder rein. Schauen mal. Ich würde gerne nochmal so einen riesigen Fisch anlocken. Ich hatte jetzt gestern Abend halt auch nochmal so eine Angeltour gemacht. Da kamen echt viele neue Fische bei rum. Aber nichts so Großes. Ich habe halt auch echt gar keinen Überblick, welche Fische man zu welcher Jahreszeit findet. Ein Schnabelbarsch. Okay, das war unsere Angel. Naja. Da bauen wir uns gleich schnell eine neue. Aber was mich jetzt interessieren würde... Ein Döbel. Mhm. So. Marlin zum Beispiel. Den findet man im April auf jeden Fall noch. Den Riemenfisch auch. Den Thunfisch auch. Also das sind auf jeden Fall drei große Fische, die man noch finden könnte. Lebensraum Steg. Dein Lebensraum ist auch Steg. Dein Lebensraum ist Meer. Und der Stör war noch ein großer, den wir gefunden hatten. Den findet man nicht mehr zu der... Okay, zum Glück haben wir da relativ früh mal diesen einen Stör gefunden. Himmelswanderer. Die Eier gehen dir auf die Eier. Aha. Ja, ich höre auch schon wieder in der Luft ein, ne? Guck mal, das ist auf jeden Fall belastend, wie häufig das vorkommt gerade. Mal schauen, ich muss mich mal informieren, wie viele Eier man wirklich letzten Endes braucht. Oder was die einem bringen. Weil ansonsten kann man diese Pakete irgendwann einfach vorbeifliegen lassen, wenn man alle Rezepte gebaut hat. Weil die Eier jetzt da immer runterschießen, ist auch... Es könnte ja auch jederzeit was anderes noch drin sein. Das ist halt so ein bisschen... Wobei, dann sind das ja noch normalfarbige Ballons, ne? So, wir basteln uns hier erstmal kurz eine Angel auf jeden Fall. Natürlich kommt hier oben schon wieder so ein Ding. Ja, ich glaube, hier sollte ich es erst abfangen. Sonst wird das schief gehen. Ja, seht ihr, diesmal ist es kein Glücksei, sondern ein Häschentag-Teppich. Mhm. Wir finden aber schon echt viele von diesen Anleitungen. Häschentag ist ja schon mehrtagig, ne? Das ist ja nicht nur heute. Ja, der meinte ja, man kann Eier finden bis zum Häschentag. Nein. Das mobbt mich. Die Blüte. Okay. So, eine Kirschblüte. Ich will jetzt ein Rezept mit Kirschblüten haben. Okay, jetzt aber zurück zu unserer eigentlichen Aktivität. Wir wollten hier zumindest die paar Köder noch nutzen. Auch wenn es nur ist, um am Ende ein bisschen Geld damit zu machen. Wenn wir die Fische bei dem Fischherrn verkaufen. Ein Seepferdchen.
Eine Sardelle? Ich glaube, die könnte neu sein. Wobei, nee, er sagt nicht, dass die neu ist für uns. Haben wir eine Sardelle im Museum? Wüsstest du gar nicht wo? Das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nicht, dass wir den noch nie im Museum abgegeben haben, diesen Fisch. Eine Klische. Aber alles nicht so schön große Fische. Okay, da setzen wir neu an. Ein Falterfisch. Die sind auf jeden Fall echt schön, die Fische. Also jetzt kommt so ein bisschen Farbe in dieses Fischleben. Okay, das ist ein riesiger. Der muss jetzt natürlich auch sitzen. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Okay, komm schon, Herr Fisch. Müsste jetzt erstmal werfen können. Okay. Ja, wir haben ihn. Was ist es? Was ist es? Ein Thunfisch. Alles klar. Der ist aber auch schon wieder was größer hier, oder? Nicht so groß wie der eben, aber... Nein, ich bin so dumm. Zum Glück haben wir den Thunfisch gefangen. Sonst wäre ich bei dem riesigen ausgerastet. Okay. Oh Mann, ey, das ist echt das Ärgerlichste, wenn man beim Angeln zu schnell drückt. Weil es auch einfach so sinnlos ist. So, warum sollte man denn in solche Situationen da so reinhauen? Aber ich gehe mal davon aus, dass es eh nur ein Seebarsch gewesen wäre, den wir verloren hätten. Weil das ist unser Standardfisch, ein Groß eigentlich. Nein, okay, der hat uns... Ich wusste nicht, dass er auf uns aufmerksam geworden ist. Schade, schade. Aber wir haben auf jeden Fall gut was geholt. Wir haben hier oben noch unser Geschenk rumfliegen. Das ist nur ein Himmelsglücksei. Ah, ich würde so gerne wissen, ob ich irgendwas mit diesen Blättern machen kann. Also da, das gibt es ja ab und zu, dass man sagt, der angelt so und so viel Schrott raus aus dem Meer und dann fällt ihm da auf einmal eine Idee für ein Bastelrezept zu ein. Und ich vermute, dass das bei diesen Blättern genauso sein könnte. Holy shit, man, wir sind schon bei einer Stunde. Heftig. Eine Kirschblüte. Noch eine Kirschblüte. Okay, dann nicht. Eine Kirschblüte. Zieht das wirklich so lange durch, bis ihm da ein Rezept zu einfällt. So. Ich habe Fisch für dich. Ah, der würde uns auch so Fischskulpturen machen, tatsächlich. Mal gucken, wie viel wir dafür bekommen. Ich glaube, alleine der Thunfisch würde uns ja schon sehr viel einbringen. Achso, stimmt. Die Sardelle wollte ich mal ausklammern. Okay. Schauen wir mal, was er hierzu sagt. 26.000. Junge, Junge. Da sage ich doch nicht nein. Also das lohnt sich, bei dem Typen Fisch zu verkaufen. Ich glaube, wir sollten wirklich überlegen, ob wir unsere Fische aufsparen, so lange bis er mal im Dorf ist und sie dann verkaufen.
wenn wir nicht dringend das Geld brauchen. Ich muss mich da mal informieren, in welchen Rhythmen der und der Kescher-Typ ins Dorf kommen. Nein, ich wollte nicht drücken. Irgendwie ist das hinter dem Baum verschwunden, das war verwirrend. Komme ich hier? Komme ich hier irgendwie... Nee. Komme ich hier nicht mehr raus? Hier lang vielleicht? Okay. Das ist jetzt auch nicht so effizient. Aber passt schon. Hallo. Was darf ich für Sie tun? Okay, also wir haben diese Delle auf jeden Fall schon gestiftet. Ach so, na klar. Das sind ja auch die... Der Schwarm von kleinen Fischen in dem großen Becken, oder? Wo auch der Thunfisch drin ist. Ich glaube, das müssten die sein. Ja gut, das da hätte man wahrscheinlich auch drauf kommen können. Allerdings würde ich dann sagen, dass es das für diese Folge war. Wir haben eine Menge dieser Eier gefunden. Diesen Kram werden wir mal anders mal zusammen craften. Ich hoffe jedenfalls, dass euch diese kleine Expedition hier gefallen hat. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht schon morgen. Sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.